Herzlich willkommen im Jahr 2022. Es ist das Jahr, in dem alles gut wird. Erika Steinbach wechselt die Partei. Sie wird jetzt Vorsitzende der Grünen. Jan Böhmermann wird von Meister Splinter wegen Beleidigung angezeigt. Und der Corona-Genesenen-Status gilt ab sofort so lange, wie Friedrich Merz gebraucht hat, um CDU-Vorsitzender zu werden. Das stimmt alles. So ungefähr. Was aber ganz genau stimmt ist, Bosetti will reden ist zurück. Endlich wieder Staatsfunkpropaganda aus feinster, kunstvoll gewobener Regierungshörigkeit. Das Format, das nichts hinterfragt, sondern nur ausspricht, was Bundeskanzlerin Annalena Baerbock befiehlt. Und weil kuschelige Wohlfühlthemen einfach voll mein Ding sind, geht es in der ersten Folge des neuen Jahres um die Olympischen Winterspiele. Heute beginnen die Olympischen Winterspiele. Höchste Zeit, nach Peking aufzubrechen. Wenn ihr Autokraten seid, ein paar Demokratien haben beschlossen, die Spiele zu boykottieren. Keine Ahnung, die haben da so ein merkwürdiges Ding. Menschenrechtsverletzungen, fehlende Pressefreiheit. Das finden die alles irgendwie doof, angeblich. Deutschland schickt auch niemanden nach Peking, nennt das aber ausdrücklich nicht Boykott. Die Bundesregierung hat wahrscheinlich einfach gesagt, sie wäre wahnsinnig gerne vorbeigekommen. Aber leider hätte sich die Großtante der besten Freundin des Cousins dritten Grades aller potenziell in Frage kommenden Personen den Nagel eingerissen und müsste nun rund um die Uhr betreut werden. Was weiß ich, Diplomatie halt. Ich hätte auch keine Lust, dahin zu fahren, zu diesen Bundesjugendspielen für Angeber. Ich weiß, es geht um Völkerverständigung. Alle Kriege der Welt sollen verhindert werden, indem durchtrainierte Körper aus aller Damenländer sich dabei zuschauen lassen, wie sie rutschen und gleiten und wischen und rubbeln. Und das klingt wirklich wie eine öffentliche Sexparty. Was es nicht ist, deshalb funktioniert der Spaß auch nicht. Körperliche Liebe könnte vielleicht wirklich Kriege verhindern. Kennt ihr Bonobos? Das ist eine Affenart, die im Durchschnitt alle 1,5 Stunden Sex hat. Und zwar alle mit allen. Jung mit alt, Männchen, Weibchen, alles egal. Und es gibt kaum eine friedlichere Spezies auf diesem Planeten. Aber gut, die Welt der Menschen soll also durch Sport geeint werden. Und das mit dem Kriege verhindern klappt so mittel. In der Vergangenheit war es genau andersrum. Die Weltkriege haben die Olympischen Spiele verhindert. Aber trotzdem sehe ich natürlich den glanzvollen olympischen Gedanken. Ich finde bloß die Disziplinen so sinnlos. Da lernen Leute möglichst schnell zu rennen oder durch den Schnee zu rutschen, aber nicht, um schnell irgendwo hinzukommen oder von irgendwo schnell wegzukommen, sondern um sich beim Rennen und Rutschen zugucken zu lassen. Kann man machen. Und ich weiß, wenn ich das jetzt kritisiere, unterstellt ihr mir, dass ich für die gebührende Würdigung athletischer Perfektion einfach zu unsportlich bin. Und diese Unterstellung ist eine Unverschämtheit. Und wahr, deshalb kritisiere ich gar nichts. Ich habe auch überhaupt nichts daran zu meckern, wenn die Spiele in Staaten ausgetragen werden, deren Regierungen Teile der Bevölkerung unterdrücken, einsperren oder sogar foltern, in denen es keine Meinungsfreiheit gibt. Ich weiß, liebe Querdenkerinnen und Querdenker, genau wie bei uns und an deren Austragungsorten ist, vielleicht ein bisschen absurd für Winterspiele, fast nie schneit. Aber hey, all das ist echt überhaupt kein Ding. Ich will das Ganze trotzdem abschaffen. Nicht, weil die Olympischen Spiele nicht großartig wären, sondern weil die Alternative einfach noch besser ist. Wenn wir den olympischen Gedanken ernst nehmen, wenn wir wirklich eine Verbindung schaffen wollen, einen Austausch, einen Zusammenhalt der Weltgemeinschaft, dann müssen wir uns etwas mehr Mühe geben. Mein Vorschlag, statt der Olympischen Spiele tragen wir die utopischen Spiele aus. Da gibt es nur eine Disziplin. Wer sich die schönste und beste Utopie ausdenkt, gewinnt. Dadurch schaffen wir es viel eher, die Welt zu einen, als durch diese Möchtegern-Wok-WM. Hört sofort auf, an Stefan Raab zu denken. Der heißt jetzt Puffpuff. Jedenfalls, die beste Utopie gewinnt. Ich fange an. Keine Sorge, ich male jetzt kein Bild aus triefendem Pathos, das knutschende Einhörner und eine bessere Welt darstellt. In meiner Utopie geht es um Schmerzen, Demütigung und, ja, okay, eine bessere Welt. Also, ich würde, wenn ich könnte, weil ich zum Beispiel olympische Göttin wäre, eine kleine Sache an den Menschen ändern, die aber alle menschengemachten Probleme auf einmal lösen würde. Klimawandel, Artensterben, Kriege, Ausbeutung und Menschenhandel, Nazis, alles weg. Sogar Lukas aus der 9b würde aufhören, Johannes aus der 7a zu verprügeln. Eigentlich sind wir nämlich schon ganz gut, wir Menschen. Wir sind nicht alle klug und wir sind nicht alle schön, aber das hindert uns ja nicht daran, gute Menschen zu sein. Das Einzige, das besser funktionieren muss, ist das Mitgefühl.
Deshalb würde ich die Empathie pimpen, sie stärker machen, also irgendwas in die Menschen einbauen, sodass die Empathie körperliche Auswirkungen hat. An der Seele scheinen viele Leute ja immer gefühlskälter zu werden, deshalb muss es körperlich sein. Wenn also ein Mensch schlecht zu einem anderen ist, tut ihm plötzlich irgendwas weh. Wenn jemand sagt, du bist Ausländer und deshalb bist du scheiße, dann kriegt er Bauchschmerzen. Ich glaube, die Welt wäre ein sehr schmerzerfüllter Ort, zumindest für eine Weile. Und ich weiß, das als Utopie zu verkaufen, klingt ein bisschen sadistisch, aber die Utopie kommt danach. Wenn der Mensch wirklich Mitgefühl hat, also mitfühlt, wenn er schlecht zu anderen ist, dann könnte ja etwas völlig Verrücktes passieren, nämlich, dass er stattdessen gut zu anderen ist. Und dann knutschen Einhörner mit Bonobos und alles ist schön. Und dann könnten wir auch wieder die Olympischen Spiele austragen. Und alle würden einander gewinnen lassen, damit sich niemand schlecht fühlt. Es wäre wahnsinnig langweilig. Aber hey, alles für den Weltfrieden. Das war Bosetti will reden. Ich habe das Jahr 2021 mit einem Jahresrückblick 2022 abgeschlossen, weil ich merkwürdig bin. Und ihr habt unter dem YouTube-Video wieder mit vorbildlichem Fleiß kommentiert. Also zumindest 2168 von euch, alle anderen müssen das noch nachholen. Und für die, die nicht wissen, wie das mit dem Kommentieren geht, habe ich hier ein paar der schönsten Kommentare rausgesucht. Moonglow hat geschrieben, dafür müssen Rentner Flaschen sammeln gehen, Kinder hungern und Menschen im Gefängnis sitzen. Ja, so ist das. Für jedes Wort, das ich spreche, verhungern 10 Kinder in Deutschland. Ich bin der Inbegriff des Bösen. 3D-Bildermacher hat geschrieben, verdammt, wie bin ich denn hierher gekommen? Dieses abstoßende Propaganda-Vibe wollte ich mir bestimmt nicht anschauen. Widerlich, nix wie weg hier. Du wärst so eine lustige Figur in einem Horrorfilm. Du würdest in einen dunklen Keller steigen und dann, wenn du es gruselig fändest, nicht einfach wieder nach oben laufen, sondern rufen, verdammt, wie bin ich denn hierher gekommen? Es ist dunkel und kalt und hier lauern bestimmt alle möglichen Gefahren. Nix wie weg hier. Und dann käme Freddy Krüger aus dem Dunkel und würde sagen, ey, du hattest jetzt echt jede Chance, wieder zu verschwinden. Und du würdest sagen, verdammt, vor mir steht Freddy Krüger. Wie ist der denn hierher gekommen? Nix wie weg hier. Und dann würde er dich töten, damit du endlich aufhörst zu reden und würdest am Boden liegen und sagen, verdammt, jetzt bin ich tot. Nix wie weg hier. Und Freddy Krüger würde sich mit seinen creepy Händen die Ohren zuhalten und wimmern, es wäre ein sehr lustiger Horrorfilm. Ein bisschen wie Bosetti will reden, nur noch gruseliger. Und Dick B. hat geschrieben, lass dir was Neues einfallen, sprechende Barbie-Puppe. Okay, dein Hass ist mir Befehl. Ich lass mir was Neues einfallen und wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin habt ihr Zeit, eure Utopien in die Kommentare zu schreiben. Ich werde sie alle lesen.